Wir sind zurück bei Mass Effect und sind hier auf Ilos in dem Proteaner-Bunker und haben von der VI Virgil alles erfahren, was damals passiert ist vor 5000 Jahren. Sachen hinterher und halten ihn auf. Denn wir wissen jetzt, wo die Röhre ist und werden ihn aufhalten. Ich hoffe es. Aber ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und den Schluss miterleben wollt. Ich bin mal gespannt, ob wir das alles in eine Folge heute klatschen oder ob es mehrere werden. Wie kommen wir denn hier runter? Genau, hier geht's runter. Sehr schön. Wow. Da sind die Dämpfer ein bisschen zu stark eingestellt, sonst würde ich hier nicht so hüpfen. Tja, die ganzen Proteaner verhungert auf der Zitadelle, als sie da hingegangen sind, um zu gucken, was da Sache ist. Ein schrecklicher Tod. Naja, wer weiß, vielleicht haben sie auch ein bisschen Vorräte mitgenommen. Wir konnten einigermaßen noch überleben. Den haben wir. Ach, Kacke. Rückwärtsgang. Und jetzt treffen wir sie? Ja, sehr gut. Ein bisschen manövrieren und dann geht das auch schon weiter. Boah, da haben die komplette Deckung zerschossen. Mal schön daneben geschossen, Junge. Das ist ein Traum, dass ich hier schon wieder verzapfe als Gaming. Aber ich sage ja immer wieder, ironischerweise, der beste Pro-Gamer der Welt. Und ich beweise das auch immer wieder, dass das auch 100% stimmt. Mit meinen super Fail-Einlagen. Oh. Keine Chance gegen uns. Wir wollen gewinnen. Wir werden Sachen aufhalten. Da wird so eine überdimensionale Blechbüchse uns nicht dran aufhalten. Moment. Aber ich dachte, mein Taschenrechner hier, AK Rechner, nimmt nicht auf. Aber macht er zum Glück. So, weiter geht's. Schön gemacht hier. Sehr gut. Gleich drei Leute getroffen. Und den hässlichen auch nochmal. Die Rakete habe ich mir extra für ihn aufgehoben. So, und hier nochmal schnell einmal gegen die Wand. Getroffen. Und die haben uns auch getroffen. Aber dafür haben wir den nächsten getroffen. Wo sind die nächsten? Da ist der nächste. Raketenschütze haben wir. Was ist denn da? Achso, das ist das. Ich wollte gerade sagen, haben wir da was verpasst? Aber sieht noch alles gut aus. Da vorne ist es. Da, die Röhre. Das ist unglaublich. Wir haben keine Zeit, die Aussicht zu bewundern. Wir müssen durch das Portal. Und die Gate werden uns die Sache nicht leicht machen. Tja, dann werden wir einfach durchpreschen, würde ich mal sagen, oder? Oh oh. Und los geht's. Den Rat evakuieren!
Zitadellkontrolle! Zitadellkontrolle! Hören Sie mich! Oha, 40 Sekunden, los geht's. Röhre wird geschlossen. Sehr viele hässliche Typen. Getroffen haben sie uns. Komm, fahr. Keine Zeit. Und einfach durch, komm. Schilde sind unten. Verdammt, der Marco ist hin. Ach, guck mal an. Die Statue von einem Massenportal war doch tatsächlich... ein Massenportal. Okay. Verdammt, der ganze Marco-Schrott. Er hat uns gute Dienste geleistet. Was ist jetzt los? Husk. Verdammt, die haben die Zitadelle mit Husk besorgt. Schwere Fehlfunktionen auf der ganzen Ebene beeinträchtigt. Alle außer den Notfallteams müssen sofort evakuiert werden. Geben Sie mir einen Überblick über die Schäden. Wir haben die gesamte Primärenergie auf der Ebene verloren. Die Lebenserhaltung reagiert nicht. In den Sektoren 2, 3, 6 und 7 brennen Feuer der Klasse 3. Die zivilen Verluste sind hoch. Es befinden sich außerdem zahlreiche unautorisierte synthetische Lebensformen auf der Station. Sie müssen als feindlich angesehen werden. Bitte seien Sie vorsichtig. Was ist mit dem Rat geschehen? Entsprechend der Standardprozeduren wurde der Rat auf die Destiny Ascension evakuiert. Was ist mit Captain Anderson und Botschafter Udina? Was ist aus ihnen geworden? Ich habe keine Informationen über den Status einzelner Personen. Sobald die aktuelle Krise vorüber ist, werden wir eine Aufstellung aller Todesopfer und Überlebenden anfertigen. Wo ist Saren? Der frühere Spectre-Agent Saren Arterius nähert sich der Ratskammer. Es wurde ein Haftbefehl für ihn ausgestellt, aber die Zitadellsicherheit steht zurzeit nicht zur Verfügung. Na los, wir müssen Saren aufhalten, bevor es zu spät ist. Bitte leiten Sie die Evakuierung. Ja, Destiny Ascension, da ist jetzt der Rat. Wenn ihr euch nicht mehr daran erinnert, was das für ein Schiff war, das ist dieses Riesending aus der Videosequenz gerade gewesen. Und ein Riesen-Asari-Schlachtschiff. Ja, dann wollen wir mal. Das ist hier. Zitadell schließt sich. Sie versiegeln die Station. Die feindlichen Schiffe dürfen nicht zwischen die Augen kommen. Thank you.
Ausrüstung an, wir gehen raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zieht euch mal rein, wie gigantisch groß die Sovereign ist. Heftig, und wir sind jetzt... im Senkrechten. Sind wir jetzt auf dem Weg, die Wand hochzulaufen. Na toll. Nur wir und die Sovereign und Saren. Und eine gigantisch große... Zahl an Geht-Schützen, die sich auch einfach mal aus den Lüftungsschächten springen, so wie es ausschaut. Okay, haben wir. Ich kann mich gar nicht aufs Kämpfen konzentrieren, wenn ich hier die ganze Zeit darauf achten muss, dass die Sovereign mir nicht einen ihrer riesigen metallernen Tentakeln auf den Kopf knallt. Oh, ein Krogana. Ein Warlord auch noch. Ach ja. Den haben wir. Puh. Gut, dass Tully den nochmal hochgebeamt hat. Konnte er seine Barriere nicht aktivieren. Oh, was ist hier los? Gehen hier mal in Deckung. Bin ich hier überhaupt richtig? Anscheinend ja, aber wo geht's denn da lang? Ach, da rechts um die Ecke noch so ein kleiner, da ist noch so ein kleines Ding offen. Oder was? Kein Kontakt, Shepard. Nichts wie weg hier, bevor diese Granate in die Luft geht, Alter. Boah, noch ein Verwüster. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Boah, das kommt auch hin. Geschütztürme, sehr schön. Gleich öffnen. Ballert mir mal schön diese Geschütze. Immer drauf auf das blöde Schiff. Bevor uns das hier noch erstmal richtig eine reinpult. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Gut beballert. Oh, ist auch offen. Lässt jetzt hier aber auch Gegner droppen hier. Yes, das haben wir. Stürz ab, du Mistvieh. Wir haben da gerade gesichert und geladen geschrieben. Nein. Ich muss ja nicht alles wissen.
Der Kogan hat sein Schild hochgehauen. Wo sind? Sabotage von Liara ist der Hammer. Oder ihre Barriereentzugsfähigkeit, die kann Krogana ganz schnell einfach zack ausknipsen und der hat keine Barriere mehr. Alter, das Vieh ist aber auch groß, Alter. Was ist denn hier los? Ich hoffe mal nicht, dass die Geschütze auf uns gerichtet sind. Die Geschütze sind auf uns gerichtet. Okay, hier geht's nicht lang. Was ist denn näher? Das hier, ne? Ich glaube, das. Ne, das haben wir da nicht. Also, das ist gehackt. Okay, sehr gut. Aber es wird trotzdem auf uns schießen irgendwann. Sehr schön. Alter, die Sabotage hat wieder richtig reingezogen bei dem Ding. Okay, haben wir. Oh, hier. Weit so gut. Ah, wir sind im Ratssaal. Nein, wir können nicht speichern. Wir können nicht speichern. Tja, dann müssen wir es durchstehen. Dann müssen wir es jetzt durchstehen. Sarah noch wahnsinnig. Na toll. Dass sie es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Rechtzeitig wofür? Die letzte Konfrontation. Wir haben doch beide mit so einem Ende gerechnet. Sie haben verloren. Das wissen Sie doch, oder? In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Ich habe noch einige Asse im Ärmel. Sie haben unsere Begegnung auf Wormaya überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Sie haben ein Sovereign-Implantat? Sind Sie verrückt? Ich sollte Ihnen wohl danken, Shepard. Nach Wormaya musste ich immer an das denken, was Sie gesagt haben. Dass mich die Sovereign manipuliert, mich indoktriniert. Die Zweifel begannen an mir zu nagen. Die Sovereign spürte mein Zögern und ich bekam ein Implantat, um meine Entschlossenheit zu stärken.
Nun habe ich keine Zweifel mehr. Ich glaube an die Sovereign. Ich verstehe, dass die Reaper Organische benötigen. Schließen Sie sich uns an, dann findet die Sovereign auch einen Platz für Sie. Die Sovereign kontrolliert Sie durch die Implantate. Erkennen Sie das denn nicht? Die Beziehung ist symbiotisch. Organe und Maschine verbinden sich zu einer Einheit von Fleisch und Stahl. Die Stärken beider bleiben, die Schwächen verschwinden. Ich bin eine Vision der Zukunft, Shepard. Die Evolution allen organischen Lebens. Das ist unser Schicksal. Schließen Sie sich der Sovereign an und erleben Sie Ihre Wiedergeburt. Hat der Blödmann sich doch tatsächlich ein Implantat geben lassen, Alter. Übrigens, anderer Synchronsprecher fällt mir gerade auf. Aber es kann auch sein, wegen den Implantaten. Die Sovereign hat noch nicht gewonnen. Ich kann verhindern, dass sie die Kontrolle über die Station übernimmt. Treten Sie zur Seite, dann wird die Invasion nie geschehen. Wir können sie nicht aufhalten. Nicht auf Dauer. Sie haben die Visionen gesehen. Sie haben gesehen, was aus den Proteanern geworden ist. Die Reaper sind zu mächtig. Eigentlich sinnlos, weiter mit dem Vogel zu quatschen, Alter. Warum bin ich überhaupt noch so gnädig und diskutiere mit ihm? Einem Teil von Ihnen muss doch klar sein, dass das falsch ist. Sie können dagegen ankämpfen. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht gibt es noch eine Chance für... Die Implantate! Die Sovereign ist so stark. Tut mir leid. Es ist zu spät für mich. Es ist noch nicht vorüber. Sie können das noch wieder gut machen. So, jetzt aber nichts mehr hin, Alter. Wir haben ihn gut überzeugt. Vigils Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell, öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen, bevor sie die Kontrolle über die Station zurückerlangt. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. New Destiny Ascension. Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole, der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle. Normandy an die Zitadelle. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Ich bin hier, Joker. Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sind Sie sich da wirklich sicher, Shepard? Wenn wir unsere Flotte jetzt reinschicken, werden die Verluste unter den Menschen hoch sein. Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Stimmt. Darum dürfen Sie keine Verstärkung opfern, um den Rat zu retten. Sie müssen sie zurückhalten, bis sich die Arme der Zitadelle öffnen und die Flotte der Menschen der Sovereign folgen kann. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Boah, das ist schwer. Das ist schwer. Wir sind Spectre im Auftrag des Rates. Der Rat hat uns aber öfter fertig gemacht und vor allen Dingen hat er uns auch noch in den Arsch gekniffen und hat uns verraten. Aber wir stehen für eine höhere Macht. Wir wollen ja beweisen, dass die Menschen nicht nur arrogante Spastis sind, sondern wir uns weiterentwickelt haben. Wir sind keine Rassisten. Wir sind keine Xenophoben. Wir sind etwas Besseres. Wir haben uns weiterentwickelt und deswegen, auch wenn es uns eine Menge Menschenleben kosten wird, es ist für eine bessere Sache. Öffnen Sie die Portale, Joker. Wir müssen die Ascension retten, um jeden Preis. Hoffentlich weiß der Rat das zu schätzen. Hoffe ich auch.
Konkurrenzschiffe reinfliegen. Rettet die Destiny Ascension. Commander, wir kriegen Verstärkung. Es ist die Allianz. Der Göttin sei Dank. Sie sind gerettet. Ich wiederhole, Sie sind gerettet. Die Zitadelle öffnet sich. Alle Schiffe reinfliegen. Konzentriert euch auf die Sonne. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Na, dann komm her, Saren. Wenn du es echt willst. Wo ist er? Oh, ich bin überhitzt. Alter, der hat eine Fähigkeit, womit er mich sofort überhitzt. Habe ich nicht gerade diese Fähigkeit benutzt? Haltet drauf, Mädels! Wo ist er denn? Da ist er. So schnell, der Junge. Oh, jetzt habe ich sein Schild. Jetzt habe ich sein Schild. Komm her. Schon wieder ein Schild, das darf doch nicht wahr sein. Das Wolfram funktioniert auch super. Er ist jetzt nur noch Maschine. Und wir schrauben ihn langsam runter. Komm her! Wo ist er? Aber schneller heilen, dann sicher, sicher. Ah, richtig! Jetzt, Alter! Thank you.
ganz ruhig. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Botschafter? Captain? Commander Shepard? Wir haben uns hier versammelt, um die gewaltigen Anstrengungen der Allianzstreitkräfte im Krieg gegen die Sovereign und die Gate anzuerkennen. Viele Menschen haben im Kampf ihr Leben verloren, um die Zitadelle zu retten. Tapfere und mutige Soldaten, die ihr Leben bereitwillig hingaben, damit wir, der Rat, überleben konnten. Es gibt kein größeres Opfer und wir teilen die Trauer über den tragischen Verlust so vieler großer Männer und Frauen. Der Rat steht überdies tief in ihrer Schuld, Commander. Wir werden sie nie zurückzahlen können. Sie haben nicht nur unser Leben, sondern auch das von Milliarden anderer vor der Sovereign und den Reapern gerettet. Commander Shepard, ihre heldenhaften und selbstlosen Taten dienen als Symbol für all das, für das die Menschheit und die Allianz stehen. Auch wenn wir diese tapferen Soldaten, die ihr Leben gegeben haben, um das unsere zu retten, nicht zurückholen können, so werden wir ihr Andenken durch unsere Taten in Ehren halten. Die Menschheit hat bewiesen, dass sie bereit ist, als Verteidiger und Beschützer unserer Galaxis aufzutreten. Sie haben ein für alle Mal bewiesen, dass sie es wert sind, in unsere Reihen aufgenommen zu werden und mit uns dem Zitadellrat zu dienen. Botschafter, im Namen der Menschheit und der Allianz danken wir Ihnen für diese Ehre, die wir demütig annehmen. Wir brauchen eine Liste potenzieller Kandidaten für den Sitz der Menschen im Rat. Nach allem, was geschehen ist, wird Ihre Empfehlung sicher viel Gewicht haben, Commander. Unterstützen Sie einen bestimmten Kandidaten? Tja, nach so einem schweren Kampf und dieser Pissbacke hier, die uns ja verraten hat, der liebe Odina links im Bild, bleibt mir nur eins zu sagen, Captain Anderson ist der Richtige, denn er weiß, was zu tun ist und es gibt keine andere Entscheidung außer ihm. Wir brauchen jemanden mit Mut, der für das gerade steht, an das er glaubt. Jemanden wie Captain Anderson. Ihn? Sie machen wohl Witze. Anderson zieht es vor, seine Fäuste sprechen zu lassen. Nur bei Ihnen, Botschafter. Nur bei Ihnen. Sind Sie da sicher, Commander? Der Captain ist Soldat, kein Politiker. Sie wähle ich nicht. Na ja gut, so direkt können wir das jetzt nicht sagen, ist gerade was Amtliches. Es gibt bereits zu viele Politiker auf der Zitadelle. Der Captain wäre perfekt für diesen Job. Ich halte das für eine gute Wahl. Der Rat würde ihn mit offenen Armen empfangen, wenn er den Posten annimmt. Ich bin geehrt, Ratsherr. Als Vertreter der Menschen werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den Rat wieder aufzubauen. Die Niederlage der Sovereign steht für den Beginn einer neuen Ära für die Menschheit und den Rat. Ja. Die Sovereign war nur die Vorhut. Die Reaper-Flotte wird trotzdem kommen. Hunderte von Schiffen, vielleicht sogar Tausende. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Shepard hat recht. Die Menschheit ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Vereint mit dem Rest des Rates sind wir stark genug, jede Herausforderung zu bestehen. Wenn die Reaper kommen, müssen wir Seite an Seite stehen. Wir müssen sie vereint bekämpfen.
Und gemeinsam werden wir sie zurück in den Orkusnebel treiben. Genießt dieses Lied, denn es ist mein Lieblingslied. Ich glaube, ich werde mal einen Link mit diesem Lied in die Beschreibung noch einsetzen, denn es kann gut möglich sein, da dieses Lied von einem sehr bekannten Künstler ist, dass mir eine gewisse Organisation in Deutschland einen Strich rausdreht und dieses Video löschen tut und ich ein neues hochladen muss ohne diesen Sound und werde dann euch einfach dieses Lied verlinken, denn es ist der Hammer. Tja, das war das Ende von Mass Effect 1 und ich hoffe, es hat euch die ganze Zeit von Anfang bis Ende so mitgerissen, wie es mich mitgerissen hat. Oh, der Schluss war nochmal gerade der Oberkracher. Und Saren hat es am Schluss doch noch eingesehen, dass er indoktriniert war und hat sich den Kopf weggeschossen. Aber da er sich leider Implantate der Saren eingebaut hat, konnte sich die Saren nochmal von seinem toten Körper Besitz ergreifen und das letzte Turianerfleisch noch wegbrennen und ihn komplett zum Turianer-Husk machen, ihn sozusagen. Und boah, wir haben es in unglaublichen, lasst mich schnell mal nachdenken, 69 oder 70 Folgen haben wir es geschafft, dieses atemberaubende Spiel, dieses epische Spiel. Vielleicht übertreibe ich in manchen Augen, doch ich kann nur sagen, für mich ist es einfach ein Meilenstein der Spielegeschichte. Und danke BioWare, dass ihr euch so viel Mühe gemacht habt und dieses Spiel herausgebracht habt. Und vorneweg wurde es ja mit COTA angedeutet, wozu BioWare in Lage ist. Aber mit Mass Effect haben sie einfach den Vogel abgeschossen. Danke, danke, danke. Ich kann nur Danke sagen, weil es ist toll. Und vor allen Dingen, es hat mich in die Spielewelt zurückgeholt. Als ich an einem Zeitpunkt in meinem Leben war, als ich der Spieleindustrie den Rücken kehren wollte, weil einfach nur noch Mist und Rotze auf den Markt kam, war dieses Spiel der entscheidende Punkt, dass ich zur Spieleindustrie zurückgekehrt bin und mir dachte, danke. Heutzutage ist es leider so in unserer Zeit, das Spiel ist ja von 2007, jetzt ist es 2014, bald 2015. Und man kann nur sagen, es ist wieder eine Menge Krutz dabei rausgekommen. Gerade auch die Nachfolger von Mass Effect, Teil 2 und Teil 3, sind leider nur ein Shooter, als statt ein wirklich schönes Rollenspiel. Aber, naja, man kann nicht alles haben. Wichtig ist doch, dass wir bei diesem einen Spiel BioWare Danke sagen können. Und ja, momentan bin ich ja auch dabei, Dragon Age hochzuladen, was auch von BioWare ist. Leider nicht von der ganzen Originalbesetzung, aber vom großen Teil. Und da wird es weitergehen mit BioWare. Ich bin mal gespannt, ob BioWare an den Erfolg von BioWare 1 anschließen kann. Von Dragon Age 1 anschließen kann. Denn Teil 2, wissen wir alle, war im spielerischen Stil nicht ganz so gut. Aber die Story noch wieder zu machen. Und in diesem Sinne,
möchte ich auch zum Schluss kommen meines Dankes, meiner Danksagung, denn ich danke euch einfach dabei, dass ihr bei meinem absoluten Lieblingsspiel dabei wart, bei meinem allerersten Let's Play dabei wart. Und danke an alle die, die sich alle Folgen vom Anfang bis zum Schluss angetan haben. Und ich hoffe, ich kann euch irgendwann versprechen, dass meine Let's Plays im Spiel besser werden und ich nicht mehr so viele Versprecher habe. Aber vielleicht ist es ja auch das, was es gerade so sympathisch macht, dass ihr bei mir zuschaut. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Und vergisst nicht, macht doch bitte was Sinnvolles. Ich würde mich freuen. Also, schaut in meine anderen Let's Plays rein. Wir sehen uns mit großer Wahrscheinlichkeit wieder. Ciao!